So, wir gucken uns aber an von Marc Eggers. Wie treu sind Frauen am Karneval? Ich krieg jetzt schon, also Wut in der Brust, aber wir gucken es uns an. Wunderschönen guten Tag, FBI-Agent Eggers ist wieder unterwegs. Wir haben Kölner Karneval und ich freue mich, dass ich mich jetzt gleich mal wieder ins Getümmel stürze. Ich wollte eigentlich nur entspannt da im Hintergrund was trinken. Ich misch mich mal jetzt ins Getümmel und frag mal die Frauen und die Männer, wie treu seid ihr denn so beim Karneval? Zu viel Alkohol? Ist man da vielleicht mal untreu? Carsten ist heute endlich wieder hinter der Kamera. Also, sowohl Männer als auch Frauen, die untreu sind, sind menschlich gesehen ganz großer Abfall und die Ausrede Alkohol zählt sowieso nicht. Solltet ihr mal in einer Situation sein, was ich euch nicht wünsche, dass euer Partner oder eure Partnerin euch bescheißt und als Ausrede Alkohol. Ich finde, es ist fast noch mehr Absturz, wenn einer einfach dazu offen und ehrlich steht, ich habe dich betrogen aus dem Grund, weil, keine Ahnung, unzufrieden war, ist auch keine Ausrede. Aber Alkohol als Ausrede zu nehmen, ist die billigste Ausrede. Alle Menschen, die fremdgehen, egal unter welchen Einflüssen, sind Schmutzmenschen. Mein Name ist Marc Eggers, Kölner Karneval 2023. Auf geht's. Naja, wie lange habe ich auf dich gewartet? Lange. Ja. Ich habe wirklich schon geträumt, dass ich dich hier treffe. Was hast du geträumt? Waschstraße. Waschstraße. Wasch mich, wasch mich. Ich werde gewaschen. Hinten bin ich besonders dreckig. Es ist nur ein Glas. Was ist denn? Ja, weil sie immer gesagt hat, sie will dich sehen. Ich will wirklich? Ja. Und jetzt in Real Life als FBI-Agent? Ja. Ja. Na, pass mal auf jetzt. Jetzt müssen wir. Ich bin ja nicht von gestern. Wir beide machen heute die 50 Shades of Grey Nummer. Oh ja. Oh ja. Wie treu sind Frauen an Karneval? Treu. Ja, ne? Ja. Da passiert gar nichts. Nein. Muss man sich gar keinen Kopf machen. Ne? Nein. Das ist deine Freundin? Ja, perfekt. Wie treu sind denn die Frauen an Karneval? Sehr treu. Ja. Ja, ich schon, aber die anderen nicht so. Sie nicht, ne? Du bist der Freund. Nee, sie nicht. Er ist der Freund, dann zeig mal ihn. Alles super. Ja. Wir sind noch gar nicht so betrunken und deswegen sind wir treu. Wie lange seid ihr schon zusammen? 1,5 Jahre. Schön. Ein Jahr. Bei dir? Ein Jahr. Ist auch dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Warte mal, und wer ist jetzt nicht treu? Ja, die anderen Weiber hier. Die anderen. Ja, es sind immer die anderen, ne? Ja. Dann fragen wir die Männer. Weil ihr geht ja heute Abend nicht alleine nach Hause, Jungs. Nee, wir haben auf jeden Fall jemanden dabei. Ja, aber. Wen habt ihr dabei? Ja, unsere Frauen. Ah, ja. Ja, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es. Ich auch nicht. Nein. Nix, nein, der ist. Ich hab meine Frauen dabei. Ja, naja. Ey, du Kleiner. Seid ihr von der Black Pearl? Nee, die ersten. Digga, bester Mann. Ersten Original Kölner Piraten. Ist das überhaupt ein Kostüm? Nee, das ist ein Ordinat. Ob wir von euch was haben können. Ja, was wollt ihr denn? Also so stelle ich mir Karneval vor. Ein paar alte Säcke, die ein Bierchen zischen und wirklich das leben, was sie sind. Richtige Männer. Kater, sein Vater können ja haben. Weil die eingenommen haben. Nee, gar nichts. Wir sind nicht da heute. Eine Umfrage. Wie treu sind Frauen an Karneval? Oh, schwierig. Du Single? Ja. Ich glaube, das ist der schönste Po des Tages. Ja, wirklich? Dankeschön. Ich trainiere den aber auch. Bist der 10 von 10. Dankeschön. Schreib mal auf Insta. Okay, warte. Fühlst du dich aber geehrt? Weil Marc Eggers nur so jede... Also, merkt euch eins, liebe Männerwelt. Wenn eine Frau sich so klären lässt, so schnell, dann lässt sie sich von jedem anderen auch so schnell klären. Weisheiten mit Onkel Monte. Die ist nicht Champions League, die ist Kreisliga, Digga. 20. Frau bei Instagram einspeichert. Es ist der Moment, wo man mal die Schnauze hält. Ursula! Ja. Wie treu bist du an Karneval? Ich bin ganz... Ich will Kreisliga. Ja, ist ja auch vollkommen... Digga, ist ja auch vollkommen okay. Diggi, alles gut. Ich bin Single. Ja, und was kann man heute von dir erwarten? Nix. Nee, noch nicht. Willst du dich später noch mit meiner Mutter treffen? Nee, ich habe meine Mädels da. Jemand einen eigentlich japanischen Eindruck. Dabei. Oh, wo sind die? Und hier ist eine. Polizistin! Ja! Mensch! 110, Polizei, jetzt kommt er hier. Jetzt verhafte ich dich aber. Ja, ja. Muss es umgekehrt sein. Bitte verhafte mich. Ich brauche aber erstmal. Ich war unartig. Ich gehe in den Knast. Wir haben gehört, also um 12 Uhr ist hier Stretching. Hallo! Wie treu sind die Frauen an Karneval? Die Frauen sind zu 100% treu. Aber FBI ist schon so ein bisschen Kevin unter den Kostümen, ne? Ja, maximaler Kevin. Guck mich doch an. Huch. Grüße an alle Krankenschwestern, alle Krankenpfleger. Wir halten den Laden am Laufen. Als was geht ihr? Snapchat. So gut. Für mich bis jetzt Kostüm des Tages. Dankeschön. Wie treu sind die Frauen an Karneval?
Ich glaube nicht so treu. Nee, ne? Nee. Deshalb bin ich auch Single. Ja, ich auch. Ich bin auch Single. Ein Unterschied zum Mann. Ey, Bällebad, ich schmeiß mich mal rein. Krümelmonster. Ja. Wie treu sind die Frauen an Karneval? Mega. Voll, oder? Ja, auf jeden Fall. Alle verheiratet? Ja. Übrigens, Freunde, tatsächlich jetzt auch Kater, sein Vater, bei Rewe erhältlich. Hohenzollernring 79 bis 81 hier auf den Ring. Wir gehen mal rein, gucken, ob noch was da ist, oder? Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn es das bei eurem Rewe nicht gibt, einfach mal den Filialleiter anschreiben oder die Kassiererin fragen. Vielleicht war da einmal... Oh, wie cool. ...auch so einen unfassbar guten Platz gegeben habt. Ich bin vom FBI. Oh, wie cool. Was bist du? Ich bin Polizistin. Also Polizist ist so wirklich das einfallsloseste Kostüm, finde ich. In welchem Semester? Also... Wie treu sind Frauen an Karneval? Treu. Ja? Wie treu sind Männer an Karneval? Wir sind sehr treu. Das Wichtigste ist die Beziehung. Das heißt, welche Beziehung? Zur Freundin? Genau, du musst den Menschen lieben, Wertschätzung schenken. Bei dir auch? Oder für wen redest du gerade? Also ich rede für mich. Ach so. Ich bin immer treu. Ja. Aber hast du eine Freundin? Aktuell leider nicht. Frag dir mal warum. Hallo? Oh mein Gott, Mark Eggers! Oh mein Gott! Das ist Mark Eggers! Das ist so unangenehm, Digga. Ich kann es ja verstehen, ne? Aber... Es ist immer so unangenehm. Die Leute reden und sprechen einen an, als wenn man irgendwie ein Gott wäre. Wie treu sind Frauen an Karneval? Das ist Mark Eggers! Schau auf die rechte Montalberg. Ja, ich weiß, sie wird weggestoßen. Ich kenne den Clip schon. Oh mein Gott! Ihr seid ja Bob der Baumeister. War das schon? Wie die weggestoßen wird? Oh mein Gott! Das ist Mark Eggers! Wie treu sind Frauen an Karneval? Ne, jetzt kommt einer noch. Ihr seid ja Bob der Baumeister. Nein! Was seid ihr denn? Goldgräber. Goldgräber. Ja gut, aber die haben sich was einfallen lassen. So ist es nicht, ne? Besser als Polizei. Goldgräber? Golddigger. So, ja, dann geht weiter. Stell mir noch eine Frage. Nee, das war schon. Schon mal beim Sex erwischt worden? Einmal von meiner Mutter. Oh shit, was hast du gemacht? Ja, das möchte ich jetzt hier nicht erzählen, aber es war emotional, alles gut. Mit deiner Mutter emotional? Genau. Weil die erste Mal gesehen hat, wie klein er ist, ne? Genau, der ist wirklich... Aber der Typ macht einen sympathischen Eindruck, trotz Alkoholpegel. Selbst in dem Mikroskop ist er so... Wie treu seid ihr an Karneval? Mega treu. Ich bin die loyalste Person. Weil bist du vergeben? Ja. Mein Freund, der steht, der ist auch da hinten. Ah, da hinten, aber er ist da. Nee, das nicht, das nicht. Ich wollte gerade sagen, der war mit einer anderen. Oh ja, 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 das war mir klar, das war mir klar. Der ist zwar verheiratet, aber ne? Bist du verheiratet? Nee, ich nicht, der aber. Dein Freund ist verheiratet? Nein. Marc Gieber und Marc Eggers, dafür steht M&M. Nee, Michelle und Monique. Wie treu sind Frauen an Karneval? Treu. Wie treu sind Männer an Karneval? Auch treu, auch treu. Halb, halb. Was bist du denn? Ich bin ein Cowgirl, warte, zieh den Hut auf. Cowgirl? Ja. Die man bezahlt? Nee. Nein. Nicht bezahlen. Nicht bezahlen. Umsonst bei dir. Ja, umsonst. Wie treu seid ihr Frauen denn an Karneval? Sehr treu. Ja, hier passiert nichts, ne? Nein. Da geht auch niemand fremd. Gar keinen Fall. Auch nüchtern. Ja. Alle Frauen nüchtern. Safe. Oops, I didn't again. I play with your heart. Was glaubst du, wie treu sind die Männer? Oh, 50-50. Also ich muss fairerweise sagen, die Leute scheinen da Spaß zu haben. Für mich wäre es auf jeden Fall nicht so. Also rein vom Öffentlichkeitsaspekt sowieso nicht, aber auch vom Alkohol und so ist das nichts für mich. Aber bis jetzt war das Video eigentlich ein gutes Video. Oh, 50? Nein, mehr, 50. Ja, weniger. Ja. Also, ey Emma, ich liebe dich. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Viel Glück bei der Zahn-OP. Als was bist du verkleidet? Das ist süß gewesen. Verkleidet? Hase. Willst du mal Playboy? Ihre Lache. Viel Glück bei der Zahn-OP. Als was bist du verkleidet? Hase. Willst du mal Playboy-Bunny werden? Nee. Was willst du beruflich machen? Beamtin werden. Wir gehen weiter. Carsten. Wir kennen uns. Von YouTube. Wie treu sind Frauen an Karneval? Also ich bin sehr treu. Li volevo solo dire che ha una sorriso bellissima. Mille. Gimma per Mark. Nee. Heute keine Zeit. Hallo. Hallo. Wie treu bist du an Karneval? Ich bin immer treu. Immer treu? Boris bleibt treu. Die Freundinnen? Immer treu. Mach dich auf. Mu. Mu. Wie treu sind so Frauen an Karneval? Ich hoffe, sehr treu. Ja? Ja. Wie ist es bei dir? Auch treu. Bist du vergeben? Nein. Wie treu sind Männer? Ich hoffe, sehr treu. Wie treu sind Frauen an Karneval? Semi.
Semi-treu. Was heißt Semi? Naja, auf den Betriebsleiter vom Flamingo sind sie schon alle reingefallen an Karneval. Ne? I play with your heart. Komm, hol das Lasso raus. Zum ersten Mal. Tja, Pech gehabt, ne? Musst du als Cowboy gehen. Ja, Freunde, wir sind da. Wo waren die Szene, wo die Freundin weggedrückt wurde? Ist heute übersehen oder wurde die rausgeschnitten, Digga? Ende der Straßenumfrage angekommen. Wir haben mal die Kölner und Kölnerin gefragt, seid ihr denn treu an Karneval? Ja, die Antwort war, ja, wir sind alle treu. Mein Name ist Marc Eggers, Carsten hinter der Kamera. Danke. Wurde rausgeschnitten, ja. War eigentlich ein ganz gutes Video, finde ich.